sehr geehrte Frau Ministerin Sporndonk, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich zunächst einmal am heutigen Tag natürlich, dass wir uns wieder einmal hier treffen, um gemeinsam für Lauenburg, für die Bevölkerung und für die Region etwas Gutes tun zu können. Gestern Abend rief mich noch Monika Grütters, die neue Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, an und bat ausdrücklich darum, die guten Wünsche zu der heutigen Veranstaltung zu übermitteln. Sie wäre auch gerne selbst gekommen, wenn nicht in Berlin man ins Kino hätte gehen müssen. Dort ist die Berlinale, dort ist sie gebunden. Dafür haben wir natürlich Verständnis. Es war keine ganz leichte Aufgabe, wie diejenigen, die dabei waren, diese Mittel zu beschaffen. Denn eigentlich passte das ganze Vorhaben ja nicht unter die Förderrichtlinien, weil mobile Denkmale eben nicht gefördert werden. Und so mussten wir erst die Richtlinien ändern und dann obendrein explizit in das Haushaltsgesetz reinschreiben, Kaiser Wilhelm. Das hat nicht jedem gefallen, das hat mir eine Erwähnung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gebracht. Aber das war es alles wert in Anbetracht dessen, was wir heute hier zu feiern haben. Ich will an dieser Stelle aber auch sagen, dass das nicht nur eine politische Entscheidung war, sondern die war sehr wohl auch sachlich sehr gut fundamentiert. Und da hat sich einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, ein gutes Zusammenspiel zwischen Ihrem Haus und uns in Berlin dann eben zu haben. Und auch das hat reibungslos geklappt. Insofern kann ich mich umgekehrt auch bedanken. Nur wenn sich nahtlos ineinander fügen, die sachlichen Argumentationen an der richtigen Stelle, die richtigen Leute an den richtigen Hebeln in die richtige Richtung drehen, nur dann sind solche Geschichten möglich. Das war hier möglich. Und insofern ist es eine Gemeinschaftsleistung, zu der auch ich hier gerne gratulieren darf. Die Beweglichkeit des Kaiser Wilhelms, und damit mache ich dann den Tagesordnungspunkt 4 gleich mit. Der Landrat hat eigentlich gestern Abend noch gesagt, er wolle heute da sein, hat sich heute Morgen leider krank gemeldet. Und deswegen darf ich seine Grüße überbringen, aber auch gleichzeitig darauf hinweisen, dass es schon von Bundesebene ja vorgegeben ist. Wir dürfen ja nur fordern, wenn das eine überregionale Bedeutung hat. Und der Kaiser Wilhelm hier in der Tat nicht nur für die Stadt Lauenburg, sondern für die gesamte Region auch einen hohen touristischen Wert hat. Wir waren heute Morgen mit einigen auf der Reisenmesse in Hamburg. Und wenn man dort sieht, was dort nachgefragt wird, was die Leute ansprechen, dann zeigt sich eben, dass der Kaiser Wilhelm hier weit über die Region hinaus ist, aus ganz Norddeutschland mindestens und wie ich eben hörte, aber dazu kann Herr Reich nachher noch etwas sagen, Interesse auch im Ausland findet. Das zeigt, wie sehr es ein Magnet hier ist. Und wenn dieser Verbund aus Elbe, Kultur, einem großen Exponat und wir haben ja noch eine weitere größere Veranstaltung in diesem Jahr hier in Lauenburg, wenn das Elbschifffahrtsmuseum dann in dem letzten Ausbauzustand und mit der pädagogischen Präsentation der Exponate dort an den Markt geht, dann wird das hier ein Highlight für die gesamte Elbregion sein, wo, wie ich weiß, wir auch noch aus Berlin in diesem Jahr Besuch zu erwarten haben, weil das so viel Interesse weckt für die ganze Elbregion, dass sowas letztlich auch über die Medien transportiert, dann zeigt, wie wichtig auch für den Tourismus es ist, mit Kultur, mit Elbe in diesem Zusammenhang hier für die Region etwas zu machen. Mir bleibt deswegen nur dem Schiff immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel zu wünschen, der Mannschaft viel Spaß bei der ehrenamtlichen Arbeit, viel Erfolg und den Menschen in Lauenburg, in der gesamten Region, eine ungetrübte Freude an diesem Kulturdenkmal, das Ihnen die schöne Region in der Elbe hier präsentiert und für uns alle damit ein Vorzeigeteil sein wird. Herzlichen Dank.